Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Coded Exiles. Und wir schlachten uns hier immer noch durch den Weinkeller. Und wir haben festgestellt, dass die Arena, die wir da bekämpft haben, nach wie vor nicht der Endboss war. Nein, das war nur ein Zwischenboss. Ja, und nachdem wir ja kluge Leute sind, haben wir uns erstmal ein paar Guides durchgelesen und auch festgestellt, dass es wahrscheinlich gesünder und klüger ist, hierher wieder zu kommen, wenn man ein paar Thralls mitnimmt, die schon etwas gelevelt sind. Das heißt, wir werden uns jetzt hier rausprügeln. Genauer gesagt, eben noch ein bisschen Loot mitnehmen, wenn es noch welches gibt. Irgendwelches Zeug, das man gut brauchen kann. Zum Beispiel Stahlbarren. Und dann gucken wir, dass wir hier irgendwie aus dem Dungeon wieder rauskommen. Möglichst lebend. Lebend wäre schön. Lebend wäre toll. Ach ja, also das war hier schon ein ziemliches Erlebnis, ehrlich gesagt. Und auch da wird der Dicke sein. Oh, ist hier schon wieder der Dicke? Oh ja, ja. Nee, der Dicke ist momentan noch nicht da, aber... Aber seine Freunde. So, da ist der Dicke. Oh Gott, echt jetzt? Ach, der hat... Ja, natürlich. Ja. Wir bringen aber erstmal seine Kumpels um. Ja, ich versuche den erstmal zu slowen. Ja, ja. Mr. Pike. Ich hau ihm mal eben so lange einen rein. Oh, oh, nein! Nein, nein, nein! Nicht pieksen! Nicht pieksen! Pieksen ist böse! Pieksen ist böse! Keine Ausdauer mehr, Moment. Ja, ich hab das Problem auch gerade. Ich hab keine mehr. Ja, aber wir haben ihn gleich. Okay. So, dann greife ich mir mal diese Scherbe und das Kari-Metall. Oh, was ist das? Harden Steel Great Axe. Möchte hier irgendjemand eine Harden Steel... Nein. Oh, makelloser Kari-Bogen. Das nehmen wir doch mit. Oh, hier. Oh, okay. Nice. Ich glaub, hier geht's weiter. Huh? Eine also legendäre Waffe finden. Okay. Hinter dem Obelisken soll es irgendwo weitergehen. Ja, hier gibt's eine Fackel. Okay. Ah, Vorsicht, da kommt wieder. Ach, da kommen wir ja schon. Also, die haben echt eine fiese Lache, die Jungs. Aha. Alter, renn doch jetzt nicht dauernd weg hier. Ich will dich doch nur töten. Ich kann nicht entscheiden, wohin wir sind. Wow. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht. Okay, warte mal eben. Ich hol mir doch eben das. Steckst du deine neugierige Nase wieder in Dinge, die wir sowieso nicht besiegen können? Natürlich. Wo bist du denn? Wo bist denn du jetzt hin? Also, es gibt hier hinten. Wo ist hier hinten? Ich bin da, wo ich lang gegangen bin. Bitte? So. Hier hinten? Hier ist nämlich eine Brücke. Ah, hier ist noch so eine Brücke. Ah, genau. Ja. Die sieht aber fertig aus, die Brücke, okay. Die sieht eigentlich noch ganz okay aus. Ja, das ist so eine acheronische Brücke. Hier liegen einfach eine Menge Knochen rum. Das macht mir schon mal Angst. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt entlang gehen möchte. Ich glaube, bist du in der anderen Richtung unterwegs, weil wir sind hier irgendwie... Ah, warte mal, ich glaube, ihr seid da von vorne irgendwo. Hä? Wo bist denn du jetzt? Er ist woanders. Ich bin ganz woanders. Also hier ist definitiv eine acheronische Brücke. Aber ja, und hier sind auf jeden Fall vier Truhen in dieser Höhle. Vielleicht ist das Höhle? Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an diese Schäfer. Vorsicht hier, ich habe vorhin in dem Video gesehen, hier gibt es noch irgendwo eine Höhle mit einer Monsterspinne drin. Okay. Vielleicht solltest du aus der Höhle rausgehen. Vielleicht solltest du aus der Höhle rausgehen? Ich bin aus der Höhle raus, ich bin jetzt wieder im Fluss. Okay. Im Fluss, gut, okay. Also es gibt hier auch einen Fluss und eine acheronische Brücke, vielleicht... Ah ja, ich sehe dich, da bist du da, da kommt er doch. Yay. Ja, da bist du. Ja, also ich glaub, da, wo das Wasser herkommt, da liegen eine ganze Menge Knochen und da ist auch eine Höhle. Ich glaube, die Höhle wollen wir nicht besuchen. Warte mal, ich hol mir eben kurz ein bisschen frisches Wasser. Was machst du schon wieder kaputt? Warum kann ich da nicht erklettern? Hallo? Ich möchte hier bitte nur... Oh.
Oh shit, was ist denn hier schon wieder los? Oh. Alter, was kommt denn da? Oh nee, nein, 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 nicht schon wieder solche Jungs. Alter, das ist nicht nett. Hilfe! Das sind viele! Die machen gerade Matsch aus mir. Arr. Hilfe! Ah, ich komme hier nicht weg. Scheiße! Scheiße! Alter, wie viele sind das? Viele! Alter! Nein, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg! Ah. Alter! Boah! Das ist doch echt egal, wo ich hingehe. Irgendwo sind Viecher. Ich versuche doch hier nur zu heilen. So, jetzt hat aber. Nein, du gehst nicht an mir vorbei. Jetzt schnellstmöglich irgendwie raus, weil. Es wird langsam echt ungesund. Wir geben nämlich jetzt definitiv auch das Essen aus. Oh, ich bin tot. Oh oh, ich nicht gut. Vorne am Dungeon-Eingang. Ja. Ich hab noch genug Essen dabei. Also, wenn ihr Essen braucht. Genug Essen dabei, das heißt, du könntest mir welches abgeben. Ja, ich hab noch 43 Gramm. So, ich bin am Dungeon-Eingang gespawnt. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. So, hier sind mal ein paar Krabben. Weihrauch, okay. Ja, ich habe hier Nashornkopfsuppe gefunden. Das ist schön. Ja, ja. Alex, hier. Ja, Moment. Du hast Essen abgeworfen? Ja, hier liegen Krabben für dich. Krabben. Krabben sind toll. Jens, probier dich doch einfach nochmal zu töten oder töten zu lassen und dann zu deiner Bettrolle zurückzukehren. Dann kann ich mich erst etwas futtern und mich regenerieren. Ich denke, wir sind sowieso auf dem Rückweg. Wir möchten doch jetzt noch kurz gucken, wie der Boss aussieht. Noch nee, das wollen wir nicht gucken, weil da den müssen wir beschwören. Ja, dann machen wir das. Aber ich muss mal kurz hier zum Wasser. Warum habe ich das schlechte Gefühl, dass das Adrian das tun wird? Weil es Adrian ist. Der tut sowas. Ich hätte mir auch die Spinne angeschaut, also so ist es nicht. Also das hier sieht schon sehr, sehr ruinenhaft aus. Soll vielleicht. Oh. Aber die Nashornkopfsuppe, die ich hier gerade gefunden habe, die ist echt super, weil sie mich nämlich mehr Zeug tragen lässt. Muhaha. Ah, okay. Ja, das erhöht dann um eine bestimmte Prozentsatz die Tragemöglichkeit. Oh, ein Prozentsatz? Okay, krass. Wenn ihr Nashornkopfsuppe haben wollt, ich hab noch welche. Ich hab hier noch drei Stück. Nö, ich bin da relativ, Wie lang hält die an? Die hält, warte mal. Ich muss mal eben kurz mal bei meinen Werten gucken. Das steht jetzt leider nicht dabei. Belastung um 3 erhöht, sagt er mir hier. Aber er sagt mir nicht, wie lang die geht. Das ist ein bisschen doof. Schade. Okay. Also momentan brauche ich sie noch nicht bei 87%. Also irgendwie glaube ich nicht, dass Jens, wie es schaut. Uah, hier ist noch einer. Oh shit, das ist ganz groß. Was ist das eine? Ich schon wieder so ein Dicker. Oh, ist es ein Bogendicker oder was? Nee. Nein, der hat eine Sense oder irgend sowas. Ja, ein Sensenschwert, irgendwie sowas. Naja, er wird nicht lang genug leben, um es einzusetzen. Vorsicht, da ist ein... Ja, ich sehe. Typ. Ich mach ihn platt. Er ist platt. Ei, wei. Jetzt ein Königreich für eine Lampe. Oh, leck. Wow. Der hat nicht lange Spaß hier. Und platt. Und down. Erstmal Licht machen hier. Karistahl. Ein Fragment. Normalen Stahl. Na, das ist doch mal schön hier. So, die Fragmente kann man erst ab Level 60 einsetzen. Ja, weil du mit den Fragmenten über deinen Status hinaus, über den Maximalwert hinaus noch Talentpunkte kriegen kannst. Schauen wir doch mal, hier kam er her, vielleicht sind hier noch ein paar schöne Sachen. Hier geht, ja, und hier... Oh, hier sind gleich mal ein paar Freunde. Wolltest du nicht sagen, schöne Sachen? Ja, ich hätte eigentlich gerne Truhe gehabt oder so, aber... Das, was man sich wünscht und das, was man kriegt. Also Truhen sind hier schon mal keine. Stahlbarem Leisen. So, und hier geht, glaube ich, jetzt der Weg weiter hoch, wo man dann zu dem... Okay, ja, das sieht... Vorsicht, da ist noch so ein Gespenst. Ja, kommt hier gleich raus. Ich hab's geschafft, mich töten zu lassen. Ich komme jetzt Okay.
Ich hoffe mal, du kommst jetzt nicht in irgendeinen Respawn oder so. Ich würde mir garantiert in einen Respawn reinrennen. Vor allen Dingen, weil ich er ist bei den Matten liegen da hinten bei den Dicken. Ja. Okay, na, oder? Mehr oder weniger. Oh ja, hier sind noch Truhen. Oh, es ist hier sogar Eis drin. In dem Skelett. Was? Im Eis? Ist Eis im Skelett? Okay. Ja. Welchen Sinn auch immer das machen mag. Oh, noch eine Kerze. Ich nehme die Kerze mit. Du nicht nehmen Kerze! Lass doch nicht über dem Graulotus liegen, Mensch. So, hier ist so, also wenn ich das richtig, wenn ich das richtig sehe, seid ihr über die Brücke rüber, ja? Genau, warte, ich komme dir entgegen. Ist schon okay, ich komme. Hey, hey. Also. Und ich glaube, Jens möchte auch gerne noch Essen haben. Okay. Ja, gerne. Moment. Dann teile ich die nochmal auf. Ah. Ja, planlos im Dungeon. Ja. Da sind wir gut drin in sowas. Aha. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ja. Ob hier auch noch irgendwie Kisten sind? Messerpfeile, Elfenbeinpfeile. Schade, leider nicht. Das wäre schön gewesen. Aber immerhin, wir haben jetzt auch ganz gut Kari-Metall eingefahren, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt bräuchte man nur noch irgendwie ein Rezept dafür. Ja, wie gesagt, das Rezept, das... das kriegen wir ja nur hier beim Chef. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir hier weiter. Mhm. Tja, also 12 Minuten lang hält meine Fackel noch. Ja, meine hält genau noch bis zum Ende dieser Folge. Meine hält noch 1-3 Stunden. Da geht's in die Spinnenhöhle. Oh. Das sieht so aus, als ob es da in die Spinnenhöhle geht. Das ist der Vordereingang. Ja, wahrscheinlich. Ja, bei den beiden Fängen, die da oben runterhängen. Hier weiter diesen Anstieg hoch. Nee, wir gehen hier nicht in irgendwelche Spinnenhöhlen hier. Nein, wir gehen nicht in Spinnenhöhlen. Spinnenhöhlen sind pfui bäh. Aber Loot. Och. Nein. Jetzt holt ihr nicht dauernd den Blutgott. Das schaffen wir sowieso nicht. So, und hier, da geht's zum Endboss. Oh, das ist ja meine geile Ecke hier. Mit Dramatic Alter, Vault. Nice. Das gefällt mir irgendwie. Naja, da unten sind schon wieder fucking Skelette im Boden. Wieso sind die da im Boden? Die kommen gleich raus. Okay. Jetzt sind sie wieder. Ah, war ja klar. So, erstmal draufhauen. Draufhauen ist immer gut. So, Bums. Okay. Hier gibt es nochmal Stahlbarren. Stahl. Das ist schön. Hier ist auch nochmal welche. Was hast du? Oh, das ist so ein hässliches. Noch ein Vieh. Ew. Ach nee, ja, die schon wieder. Doch, die schon wieder. Boah, ich hasse diese Viecher. Vor allem, die bringen einem sofort. Ich hatte den noch nicht mal angegriffen und er hat mir schon Blutungseffekt verpasst. Ja, weil der macht einen Kegel nach vorne. So, da vorne läuft noch so eines. Immer wieder herrlich. So, es kommt. Ja. Okay, die kann man offensichtlich nicht verkuppeln. Ja, das ist zwar die Skelett auch nicht verkrüppeln. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund. Knochen wegschießen also, oder so. Das sollte eigentlich schon gehen, irgendwie. Würde eigentlich davon ausgehen, dass das geht, ja. Also ich fände das zumindest sehr logisch, aber okay. So, hier hinten haben wir noch eine Karte. Das haben wir beim schwarzen Auge mal gemacht. Da hatten wir Angst, dass die Skelette, die wir besiegt haben. So. Da kommt schon wieder eins. Boah, Alter. Nachdem wir sie besiegt haben, hat mein Gegner. Echt, das ist immer derselbe Shit. Blöden Viecher hier. Michel mitgenommen. So, und Platz. Jawohl. Das war's. Ich muss mich mal eben kurz heilen. Moment. Wie gut, dass da noch ein gekochtes Schalentier ist. Oh Mann. Ja, ich glaube, wir müssen uns nächstes Mal einfach mehr Essen mitnehmen. Jens, möchtest du eine Nashornkopfsuppe haben? Nein, danke. Aber die ist doch bestimmt lecker. Voll gut und so. Vor allem erhöht die Traglast. Ist die mit ganzen Köpfen?
Würdest du wohl nicht runterkriegen, oder? Ganz nach so einem Kopf. Das also ist bestimmt eingekochter, halt in flüssig oder so. So, seht hin, es ist ein Seet-Tempel. Aha. Oh mein Gott, ich hab den dummen Eindruck, du wirst uns das Ding gleich einfach bestimmen, einfach nur um zu gucken, was es ist. Ja, es ist ein Seet-Tempel. Das ist doch cool. Ich finde den hübsch. Also, na, ich würde jetzt hier nicht unbedingt einziehen, aber genau. Du weißt, dass was Seetpriester so für Typen sind, ne? Ja, wir müssen uns nur Adrian angucken. Oh, das ist ja geil. Was ist das hier für ein mega riesen Ding hier? Krass. Wow. Nie unten direkt in die Arena reingehen. Immer erst oben gucken. Wow. Ja. Lecco mio. Das ist die Arena. Okay. Ich höre dieses bedrohliche, brummende Geräusch. Aha. Niemand mag bedrohliche, brummende Geräusche. Niemand. Aber sind wir ganz weit weg von Brummstadt. Das ist richtig. Oh, lecker mio. Okay. So, wenn man jetzt diese Lagerfeuer entzündet, dann. Moment, wie war das? Nein. Nicht wie war das. Wie war das ist ein ganz schlechter Anfang. Natürlich macht er das jetzt. Alex, komm hier runter. Sieget her. Du weißt schon, dass ich gerade 4 von den Feuern angemacht habe, ne? Ja. Okay. Ich stehe oben drüber und... Oh Gott, warum bin ich eigentlich mit euch unterwegs? Warum? Ihr steht doch auf den Schmerz. Gibt's... Och, nee. Echt jetzt? Okay, for the shits and giggles. So. Ach, natürlich. Du wusstest, warum hast... Weil er auf so ein Shit steht. Oh, okay, fuck, was ist das? Oh, leck um hier. Hi. Wow. Auf die Füße schießen, irgendeiner kümmert sich wieder um die Ads. Okay. Bitte Ads. Boah, was ist das für ein hässliches Vieh? Boah. Okay. Also irgendwie... Das ist so groß. Das ist groß und hässlich. Das rennt hinter mir her. Ja, warum wohl? Aber jetzt wissen wir wenigstens, was dieser komische... Ja, der spawnt übrigens auch nochmal nach, wenn ich das richtig vorhin gesehen habe. Aha, ja gut. Alter Leute, warum bin ich eigentlich mit euch unterwegs? Warum? Weil du genauso auf die Schmerzen stehst, wie wir alle. Vor allem, ich würde den auch gerne mal treffen oder so. Das ist ja auch so. Ja, gut, ne? Versucht mal, ob ihr den im. Er hat jetzt gerade gewechselt. Ja, es geht auf mich. Au. Treffe ich den überhaupt? Naja. Aber er hat schon ein bisschen Damage genommen. Ja, das Problem aber ist halt, dass er wahrscheinlich. Uns dann so ein bisschen damaged. Ja, obwohl sein Schaden geht eigentlich. Aber wir sollten wirklich, solange wir noch Pfeile haben, gucken, dass wir ihn... Ja, also Jungs, nicht zu viel Nahkampf. Der ist so langsam. Jo, ich bin tot. Och nee. Ich spawn dann am Dungeon-Eingang und warte auf euch. Da. Doch da. Ich komme ja sowieso nicht mehr rein. Ja, stimmt, weil die Türen ja zu sind. Ach so. Au. Das ist eine Arena, Leute. Stimmt. Ja. Alter. Aber gut, ich meine, so geht es ja noch. Ich frage mich echt, wo ich den treffen muss. Ja, ich mich auch. Weil da, einige... Wo er keine Sicherung hat. Er hat ja beim Panzerung gehabt. Also alles das, was nicht nach Rüstung aussieht. Dann Sein Arsch. Zum Beispiel. Alter, jetzt beweg dich doch nicht immer, du blöder Typ. Boah, Adrian, lauf! Du kommst ihm doch weg. Ja, ja. Nur ein bisschen Zeit zu heilen. Oh, au. Ja, toll, ne? Du
muss das jetzt wissen, ne? Ja, das Problem ist, wir werden irgendwann die Pfeile ausgehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir dem nennenswerten Schaden machen mit dem Pfeil. Also ein bisschen Schaden schon. Ah, da fragt sich, ob was eher ausgeht, seine Hitpoints oder unsere Munition. Mhm. Das Problem ist, dass der auch hinten mit seiner blöden... Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich ihn groß treffe. Wow. Okay, der macht aber ganz schöne Beinfeger, der Junge. What the fuck? Oh. Was zur Hölle? Ah, jetzt holt er die nächste Endwelle. Oh, was ist das denn hier? Oh, krass. Oh. Wow. Wow, okay. Oh, das ist ja böse hier. Wow. Oh, krass. Okay. Also ich spawne dann jetzt am Eingang. Na super. Du wurdest getötet durch Tank. Ja. War sowas von. Ja gut, jetzt seid ihr doch zu zweit. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Schauen wir mal. Autsch. Das war's. Echt? Okay, also deswegen braucht man hier definitiv Strahls, das merke ich schon. Ja. Yeah. Toll. Lasst mich halt alleine hier. Und zwar Thralls, um die es nicht schade ist. Ja, oder Thralls, die halt wirklich genügend Schaden machen. Ja. Ja, die müssen halt schwere Rüstung anhaben. Oh, leck. Gut, dann sterbe ich jetzt halt ein bisschen heldenhaft. Passt zum Ende der Folge. Alter, bist du hässlich. Aber immerhin, wir haben ihn schon mal zu einem Drittel runtergeprügelt. Das ist ja schon mal was. Echt? Ein Drittel? Ja. Das Problem ist nur, dass er halt wirklich echt hart reinlangt, wenn er einen dann mal trifft. Also ich denke mal, das geht hier ohne Kiten nicht. Ja, das heißt, wir müssen wirklich noch massenweise Munition mitnehmen und den dann kiten. Mal schauen, ich bin wahrscheinlich gleich da. Wahrscheinlich gleich da. Ich versuche halt immer irgendwie so entlang zu kommen, dass ich zumindest irgendwie einen Hit kriege. Aber der haut halt wirklich rein. Ne, okay, das war's. Dungeon-Eingang. Okay. Was haltet ihr von, wir werden gleich mal einfach kollektiv unsere Verderbnis los im Gasthaus bei Cola. Ja, das klingt ehrlich gesagt nach einem ziemlich guten Plan. Ihr Lieben, ihr habt gesehen, wir hatten heute Spaß und wir haben mit dem Endboss zumindest eine Runde rumlaufen gespielt. Das nächste Mal werden wir es besser wissen. Da bringen wir dann ein bisschen Unterstützung mit. Oh Mann. Aber ich hoffe mal, ihr hattet genauso viel Laune wie wir dabei, mit Untoten und sonstigen Dingen zu tun zu kriegen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, Jungs. Gerne. Mit Spinne. Na, aber sicher doch. Ach, du mit deiner Spinne, ey, geh weg. Du kannst auch gerne Shell weg allein machen. Da spricht der Komplettierer. Ah, okay. Also, macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis denn und tschö. Tschö.